herzlich willkommen zu einem echt mega brutal geilen Let's Play Retro, einfach ein DOS-Spiel. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich daran rumgemacht habe. Es war die reinste Katastrophe, dieses Spiel zum Laufen zu kriegen. Nicht direkt vom Laufen her, sondern vom Sound. Ich habe es mit der DOS-Box, ich spiele es jetzt über die DOS-Box. Und ich hatte brutale Probleme, einfach dieses Spiel soundtechnisch hinzukriegen. Laufen, Vollbild, kein Problem, können wir alles machen. Habe ich auch überhaupt kein Problem mit gehabt. Nur dieser Sound, was ihr jetzt schön hört, ich hab's ungelogen, ich habe wirklich bestimmt 10 Stunden rumprobiert, rumexperimentiert, die Einstellung, die Konfidaten von DOSBox und allem umgestellt, Sound Blaster 16, Grand Ultimate Music oder so, oder wie das hieß, und ich habe alles umgestellt und hört mir auf, bis dieses Spiel endlich lief. Es war einfach eine Katastrophe, aber ich habe nicht aufgehört, nicht aufgegeben, bis es jetzt endlich lief. Ich bin fix und fertig, aber die Einstellungen passen endlich. Ich habe es zum Laufen gebracht. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Es ist einfach ein Spiel aus meiner Kindheit. Ist von 1997. Erschien damals für Windows 95 und für DOS. Hammergeiles Spiel. So ein leichtes Jump'n'Run. So in der 2D. Ja, und einfach mega geil. Ich würde sagen, wir starten direkt und genießen es einfach mal. Ich lese natürlich ein bisschen Humor. Die Daltons sind in Yuma, sie haben die Bank. Oh, was? Okay, wir dürfen nicht Leertaste, man, ich muss Enter drücken. Okay, mit C schießen wir, habe ich eingestellt, mit X springen wir und mit Y sprinten wir und mit V werde ich Dynamit legen können. Wir rennen jetzt mal hier. Okay, wir können uns ducken. Ist alles noch ein bisschen am Anfang ein bisschen schwer, mal ein bisschen reinkommen. Da müssen wir so seitlich schießen, indem wir dann einfach hier so, zack. Oh, total verfehlt. Sehr gut. Du hast nichts. Immer ruhig alles spielen. Ich glaube, ich krieg das gar nicht mehr so hin, dass wir hier so mega durchrennen können. Das kriege ich einfach überhaupt nicht mehr hin. Ich glaube, ich bin ein bisschen eingebildet gesagt, der erste, glaube ich, deutsche Let's Player, der das hier Let's Played auf Deutsch. Also es gibt's, glaube ich, noch überhaupt nicht, ne? In Deutsch. Sagt einiges. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere kennt, vielleicht sagt der eine wieder, oh geil, Kindheit oder sowas. Ah, für mich ist es einfach mega Kindheit, ich habe es einfach so oft durchgespielt. Natürlich jetzt meine Skills sind nicht mehr so die härtesten, also verzeiht mir, wenn ich bisschen verkack, aber ah, okay, so ein Powersprung müssen wir hier machen. Die Daltons haben den Bankdirektor in den Brunnen geworfen. Nein, helfen Sie uns, Mr. Luke. Ja, klar werden wir dir helfen. Aber, was ich hier auch noch weiß, ja. Komm, ich will noch Dynamit. So war das doch, ja. So irgendwie war das. Ich weiß, da gibt es auch wahrscheinlich irgendwelche Speedruns und so von dem Spiel oder irgendwelche Runs, die halt ohne ein Leben zu verlieren. Hey, Alter, so geil bin ich dann auch nicht, ne? Ich meine, ich spiele das ja hier für Spaß und auch nostalgisch, ey. Ach, ich fühl's wieder. Ich freue mich auch, wo ich es jetzt zum Laufen gebracht habe. Ich habe jetzt den gestrigen Abend, also beziehungsweise in die Nacht rein, bestimmt nochmal 4 Stunden dran rumgewerkelt. Ja, und heute Morgen dann, bin dann schlafen gegangen, leider total unmotiviert und total Man ist ja dann auch so, wenn man die ganze Zeit so probiert und probiert, ist man ein bisschen so abgefuckt. Irgendwann denkt sich so, fuck you. Ich habe gar keinen Bock mehr. Aber wir wurden dann belohnt den nächsten Morgen, weil dann hatte ich noch eine glänzende Idee. Und zwar, wie gesagt, ja, wie habe ich es hingekriegt? Und zwar habe ich mir
habe ich mir bei DOS, also man kann den die DOS-Box auch direkt über so ein spezielles Programm nochmal alles leiten. Und da konnte ich dann alles rum. Da kam ich dann auch direkt in die gespeicherten Dateien dann rein. Sprich, ich kam also in die Datei, in der ich dann das Spiel einstellen konnte. Und da konnte ich dann einfach ganz gediegen eigentlich mir diese ganzen Daten dann ziehen, beziehungsweise das Spiel dann einstellen. Und dann, damit konnte ich es dann komplett einstellen und alles machen. Die Sterne bringen die Leben. Nein! Nein, wir sind einfach gestorben. Nein. Aber gut, wir machen es einfach nochmal. Wir wissen es ja jetzt. Ah, okay. Für mich schon damals als Kind so die schlimmste Passage dort in dem Spiel. Dieser Brunnen in dem Level. Also dieses Level im Brunnen ist das Schlimmste überhaupt. Oh. Sorry, ne? Nein! Hey! Oh, ein Zentimeter zu weit. Ja, passiert. Es tut mir sehr leid. Wie gesagt, ich werde es auch nicht als Speedrun so machen. Ich werde es halt schön gemütlich spielen mit euch. Als Longplay, ihr könnt es euch dann an einem Stück angucken. Und ja, wenn wir 2 Stunden brauchen, egal. Ich meine, der Wille zählt, beziehungsweise dieser nostalgische Aspekt für mich zählt und nicht irgendwie ein Speedrun draus zu machen. So. Danke, dass Sie mich befreien, Mr. Luke. Seien Sie auf der Hut, die Daltons sind mit allen Wassern gewaschen. Nein! Es ist... Ah! Ja. Und da sehen wir auch den Game Over. Wir werden auf jeden Fall die Codes aufschreiben, weil, wie gesagt, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Wenn jetzt eh die meisten kommen, du Lusche und Ah, da können wir uns aber nochmal hier schön Yuma die Story anhören. Die Daltons, sind in Yuma, sie haben die Bank überfallen und versetzen die ganze Stadt in Angst und Schrecken. Yeah, ich muss schnellstens nach Yuma und die verdammten Daltons festnehmen. So, aber gut, lasst einen kleinen reinkommen. Jetzt vielleicht läuft es jetzt besser für uns. Zack. Man braucht ja auch irgendwie... Man muss ja auch irgendwie da reinkommen mal, welche Tasten man wann drückt. Ey, Kollege. Ah, Mist. Komm. Welche Tasten man drückt, ist ja auch nicht... Ist ja auch nicht selbstverständlich. So, zack. Ach, das machen wir gleich. Ruhiges Blut. Ist ja auch nicht so die Strecke. Boah, ich weiß noch als Kind, ich hab's ja wie gesagt so oft gespielt und als Kind, ne, wenn ich hier in dieser, ich hab's installiert, hab mich voll gefreut und oh, geil. Und dann hab ich bis hierhin gespielt, dann bin ich 3-mal gestorben oder so und dann hab ich schon gesagt, nö, ich hab keinen Bock mehr. Da hab ich mir nur gedacht, nö, ich hab einfach keinen Bock mehr. Ja, um den kümmern wir uns dann. So, wir gehen jetzt hier erstmal rein. Holen uns das B für Bonus, glaube ich. Das waren, glaube ich, die Bonus-Symbole. Wenn wir das alles sammeln, erhalten wir ein Bonus-Level. Da kriegen wir dann, glaube ich, auch nochmal so Raritäten. Leben und so ein Quark und neue Munition. Jetzt schaffen wir es in diesen Scheißbrunnen rein. Da wieder auf diesen Eimer drauf. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Oh, da gibt's noch so eine Passage, die wird auch richtig schwer in der Mine. Oh, wird die schwer. Ich glaube, da werden wir auch richtig verkacken.
Ach, come on. Ah, man springt immer zu weit. Das ist, und dann will ich wieder ausgleichen, aber das ist, glaube ich, genau der Pixel, der dann zu viel ist. Na komm. Es wird ein Long Long Play. Das wird einfach ein Long Long Play. So. Weiter geht's, komm. Und ich hatte auch wieder so Bock darauf, mit euch das Spiel hier zu spielen, dass ich einfach, wie gesagt, ich hab's mir dann auch wieder gekauft. Habe ich bei eBay für, boah, 4, 5 Euro. Mehr war das nicht. Jetzt, endlich. Nice. So 4, 5 Euro, mehr hat es mich nicht gekostet. Ich glaube, 5 Euro oder so habe ich es ersteigert. Nein, ich will doch nicht wieder dahin. Nein, wir fahren einfach mit hoch und runter. Los. Da passiert uns am wenigsten. Da passiert sogar nichts. Brauchen wir die Munition? Ja, ich nehme sie mal mit, ne? Ah, weil ich gestorben bin, kommen die wieder alle, ne? Okay. Oh, der Bankdirektor habe ich gerettet, ne? Nur als Tipp, ne? So. Sehr gut, keiner. Ah. Da müssen wir auf jeden Fall hoch. Da müssen wir definitiv hoch. Uiuiui. Na komm. Du schießt nur, also wenn wir da hochgehen. Ah, Mist. Ah, das gibt's doch nicht. Komm. Komm, jetzt aber. Gut, da haben wir hier alles. Boah, wir dürfen jetzt nicht... Naja, nochmal, ne? Momentchen mal. Ach, ist es nur das Bonus? Da konnten wir nochmal in die Kutsche rein. Ah, sehr schön. Wollte das sagen, da war doch bestimmt... Oh, wir haben Leben. Wir haben Leben gekriegt. Geil. Wir haben 3 Leben wieder. So. Machen Sie diesen Halunkendenker gar aus. Schießt auf mein Zeichen. Jetzt die Frage, ich glaube, wir mussten, oh, wir waren das erst oben schießen, dann unten, ne? Ne, erst. Ah, Mist. So war das erst. Was ist denn das? Okay, aber wir haben es fast geschafft. Wir hatten es jetzt fast geschafft. Perfekt. Oh, nee. Ernsthaft? Oh, nicht wieder in den Brunnen rein. Na, egal. Oh, das Nostalgische zählt doch, oder? Ich würde sagen, so ein bisschen einspielen und dann kommen wir da schon wieder rein. Ah, seht da, langsam wird's doch. Man kriegt doch ein Gefühl dafür. Man kriegt doch ein schönes Gefühl dafür. Wann man wie vorgeht. Haben wir das B schon? So, okay. Wir hätten es, glaube ich, eigentlich geschafft, ne? Hätten wir den einen Hit nicht gekriegt.
brauchen wir dann? Komm, wir rennen mal schnell durch. Weil den Stern und so brauchen wir alles nicht. Doch, jetzt brauchen wir ihn. Jetzt braucht man erst recht. Ah, schade, 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 okay. Aber wir wissen es jetzt. Machen Sie den. Blablabla. Hä? Okay, dann halt so. Sehr geil, ja Mann. Komm, ja, okay. Boni, 3 Leben, okay. Alles klar, ich nehme mir mal einen Stift, weil wir kommen ja hier weiter, wir kriegen jetzt irgendwie. Ach, kriegen wir noch kein Level gesagt? Oder erst wenn wir sterben? Ja, das weiß ich gerade nicht mehr. Irgendwann kriegen wir noch gesagt, welches Level wir haben. Mit der Faulenzerei hat es ein Ende, Cowboy. Verflixte Dalton, Sie sind in diesem Zuchthaus von Casper Ghost Town eingebrochen. Wir müssen uns auf den Weg machen. Ausgebrochen, oder? Eingebrochen? Jolly, aber nimm die Kurven nicht zu scharf. Hast du gehört? Nicht so scharf nehmen. Hilfe, die Daltons haben uns im Pulvermagazin eingesperrt. Ach so. Finden Sie die Rottplane und einen Schlüssel. Machen Sie schnell, bitte. Ja, klar machen wir schnell. Hallo, schnell ist unser zweiter Name. Hey. Diese Matschgeräusche. Nein! Problem ist auch, die Tasten reagieren ganz, ganz, ganz langsam. Das heißt, wir müssen eigentlich immer schon sprinten bei so einem Sprung. Gedrückt halten, ne? Ich glaube, da wäre so ein Gamepad auch gar nicht verkehrt, ne? Na komm, irgendwie war das doch so. Der konnte sie doch irgendwie festhalten oder so, ne? Ja, so, ne? Ah! Jetzt so. Ah, das ist ja. Ah! Jetzt. Gut, wir haben hier irgendein Brennholz. Hey! Komm! Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt, ne? Ich. So. Ich glaube, so war das, ne? Wir müssen uns angewöhnen. Erster immer Y drücken, bevor wir springen. Oh, wir haben wieder Leben. Warum haben wir da jetzt Schaden gekriegt? Ich check's nicht. Dieses. Ah, ich weiß wieder, wie das war. So. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
So. Gut, dann laufen wir hier mal weiter. Hey. Tür auf. Hier fehlt uns ein bisschen was. Ach. Irgendwie so ganz komisch ist es. Ey, was ist mit dir, Alter? Was bist denn du für ein Typ? Ah, das pumpt doch auch schon. Wick. Okay, wo kommen wir da hin? Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Okay, ich weiß doch wieder ungefähr. Wir sind hier ganz oben, da muss nämlich die Kugel. Wick. Jetzt müssen wir nämlich irgendwie wieder runter. Naja. Soweit jetzt auch eigentlich wieder nicht, aber. Gut. Schnell. Man muss halt echt gute Reflexe haben, ne? Und das habe ich nicht. Gut, hier hoch. Ach, come on! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach Mann! Und wieder da rein. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Das ist krass, dass sie immer wieder spawnen, ne? Ich dachte so, einmal ist Ruhe. Ich dachte wirklich so, einmal ist Ruhe und dann... Oh, immer wieder machen wir den Fehler, immer wieder. Wick. Gut, hier lang. Dann müssen wir jetzt. Ey, nein! Ist das gerade euer Ernst? Es ist doch, ey. Gut, ich meine, wiederum, wir haben ja noch alle Zeit der Welt. Und das könnte ich halt auch ohne Musik gar nicht spielen. Ich habe mir echt so gedacht, oh, komm, nimmst das ohne Musik auf, aber ich weiß nicht, da fehlt ja das Ganze. Da fehlt ja das Ganze. So, schnell hier runter, zack. Und jetzt rollst du da gleich. Yeah. Nice. Nee. Wir müssen doch raus. Wir müssen doch wieder rein, mein Junge. Rein müssen wir. Hey, ruhig, Brauner. Boah, das war unser Glück, dass wir gehüpft sind. Und er so.
aufgedopst ist. So, aber so langsam komme ich doch rein. Ja, das ist... Ah, das ist das. Das ist jetzt nochmal eigentlich das gleiche in klein, ne? Gut, zack. Ey, der hat uns jetzt 2 Leben gekostet, oder? Ja, egal. Oh. Nein. Ich will's aber nochmal. Ich will's nochmal probieren. Nein, ich wollte das Bonus-Level. Sehen Sie sich vor, Finger sind Zauberkünstler, wacht über den Saloon. Jo. Schade, wir kriegen kein Bonus-Level. Mist. Der Canyon. Nein, da war doch gerade das Leben. Das reagiert auch nicht so einwandfrei. Vor allem, wir schaffen das, Leute. Ah, jetzt. Ja, das erste ist 19 1957. Das ist dieses Passwort, was wir benötigen. Gut, der Saloon in Coit Clutch. Finger soll sich im Saloon rumtreiben. Er weiß angeblich viel über die Daltons. Sie müssen ihn überwältigen, Mr. Luke. Er soll eine Schwäche für Musik haben. Kein Problem, Horace. Ich reite nach Coyote Clutch. Ich verpasse immer C zu drücken. Und wir haben es einfach auf den Kopf gekriegt. Aber gut, jetzt werdet ihr mal sehen. Ich trinke mal einen ganz kleinen Schluck. 24% schon geschafft. Wow. Ja, schade. Aber wir können jetzt hier bei Optionen, damit man nicht immer alles und unmotiviert ist und wieder alles von vorne spielen muss, mit unserem Passwort... ...1, 9, 5 und
7. Damit können wir nämlich unser Level wieder öffnen. Was ja ganz gut ist, ne? Ich meine, wenn man dann stirbt und so. Klar haben wir dann das Dynamit und so nicht mehr, aber egal. Komm, gib mir Munition, jawohl, danke. Sehr schön, 4 Leben. Okay. So funktioniert das also. Ah ja. Jetzt müssen wir, glaube ich, zurück. Und... jetzt ist, glaube ich, hier die Luke offen, ne? Irgendwie so war das mal. Okay, doch nicht. So, aber ich finde auch, man wird ja irgendwann auch besser, ne? Ah, da müssen wir nochmal runterhüpfen, ne? Also am dritten. Am dritten müssen wir nochmal runterhüpfen. Ja, das ist... da kommst du irgendwie runter, ne? Und dann... Mist. Ich wollte noch hüpfen. Gut, der Geist kann uns erstmal nichts. Ey. Trotzdem nicht aufdringlich werden, ne, Kollege? Nicht aufdringlich werden. So im Eifer des Gefechts, ne? Man wirklich immer? Nee, hier ist nichts. Kannst es wirklich nicht so holen? Da ist auch noch eine. Komm. Südele. Wir müssen... Müssen wir da schon runter? Nee, ne? Hey, Lucky Luke, nicht so ernst gucken. Ah, wir können uns da an die Kronleuchter hängen, genau. Und Stern wäre mal ganz schön, ne? Schade, schade. Hat hier jemand für mich noch ein bisschen Leben? Ah, dafür haben wir es gebraucht. Boah, das wird echt heftig, ne? Das ist... ich hab keine Ahnung mehr, ne? Wie wir den Geist nochmal besiegen. Da hab ich echt keine Ahnung mehr.
Hä, aber wie war das nochmal? Wie war das jetzt nochmal? Wir können eigentlich direkt hier runter, ne? Aggressiv werden, Alter. Ich habe keine Ahnung, wie wir den Geist nochmal besiegen müssen. Ah, dann fällt die... Ah, so war das. Mistig, ey, mistig. So. Jetzt müssen wir den ganzen Spaß nochmal schnell machen. Wir müssen ja eh hier runter, dann gehen wir erstmal hier runter. Da holen wir uns jetzt die Münzen. Die haben wir jetzt, ne? Oder die müssen wir uns hier holen. So, jetzt aber mal, komm. Ah, Mist. Gut, die haben wir. Mann, Mann, Mann! So. Also bin ich in Ruhe. Hä? Wie kann der... Ah, okay. Also der kann es auch töten. So. Jetzt nochmal ruhig, ruhig, ruhig. Hey! Das ist... Es ist halt wahr. Es ist... Es ist zum Mäusemelken hier. Wie schnell soll ich noch reagieren? Kindersnee, Kindersnee. Wie lang soll ich noch reagieren? Wie schnell? Jetzt Mühe geben. Alles fürs Passwort. Ah, der reagiert echt viel, viel, viel zu langsam.
Okay. Ah. Hier unten triffst du halt echt schlecht. Weil bis du dich geduckt hast, oder kann man so während dem Ducken schießen? Ja, doch. Ah, das ist... Jetzt, aber jetzt schaffen wir es, komm. Ach, come on, ey. Ah, ich würde sagen, ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause und dann sehen wir uns hier gleich wieder, ne? So, wieder zurück. Wir müssen erschießen und weiter geht's. Gut, hier den Geil. Boah, das war jetzt verdammt knapp. Dich. Und dich. Und, ne? Da kommt einer. Ja, dich. Zack. Ja, jetzt laufen wir links. Nee, wir laufen rechts, komm. Hier lang kommt noch ein Geist. Ah, da muss doch jetzt irgendwie einer kommen, komm. Nee. Ah. Okay, weiter. Los. Ach, komm. Hier kommt einer, jawoll. Haben wir dich doch, gut. Und da, hier lang. Hier müssen wir irgendwo lang, ne? Dich brauchen wir gerade nicht, komm. Leck mich und den Geist. Ah. Das war so verdammt knapp, ne, die abzuschießen. Dich. Ah, den Schlüssel. Und hüpfen. Ah, sehr schön. Gut, wir müssen jetzt, glaube ich, wieder direkt hoch. Die Kugel kann uns auch nichts. Wir müssen direkt wieder hoch. Hier lang, da. Gut. Jetzt, glaube ich, wieder ganz links, ne? Da kommen wir hoch oder... Ne, da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Ganz links war das. Ah, die Kugel kriegen wir nicht. Jawoll. Da kommt doch bestimmt auch noch mal jemand, oder? Oder? Nein. Okay, hier müssen wir wieder aufpassen, weil hier kommt ja ständig dieser Messerwerfer. Ja, komm, das nehmen wir noch mit, den Revolver. Gut. Der kommt auch ständig mit seinem komischen Feuermesser, ne? Genau, um Keks. Oh. Gut, hier, zack und zack. Sehr schön. Das Bonus. Sehr gut, diese Kuhköpfe, die Karten schmeißen. Ah, den, das wird auch so ein Dauerbrenner hier. Den haben wir schön. Gut, hier hochgehüpft. Jetzt haben wir mal schön gediegen hier mal den Kronleuchter, glaube ich, war das. Ja. An dich. Schnappen wir uns den nächsten Schalter und da. Ah. Ja, hüpfen ist sowas von. DOS-Spiel, aber da kommt es wirklich auf diesen kleinen, ja, auf diesen ganz, ganz kleinen Pixel drauf an. Oh, ich gehe kaputt, ey. Was ein Schaden. Und in. Warum war da noch die Flamme? Hat das Feuer so lange gehalten? Ah, ich gehe kaputt, ey. Komm. Diese Skills hier, komm. Los. Eieiei. Ach, komm. Oh, jetzt aber. Jawohl. Gut, hier kommt nur der Kuh. So, da kommt nochmal der Geist. Komm. Und, ja, der war nicht so knapp. Ging eigentlich. Kommt noch was? Nee, okay. Gut, hier ist auch keiner. Dann müssen wir uns hier diese Kuh schnappen. Gut. Sehr gut. Weiter, da ist die Musiknote. Warum habe ich geschossen? Ich weiß es nicht. Ja, weiter runter, komm. Oh, was ein edle Gang, ne? Guckt euch diesen Gang an vom Lucky Luke. Ah. Was ein edle Gang. So. Ach, wie gekonnt, ne? Das war einfach gekonnt. Hier rechts war da noch was, ne?
Ja, ein Leben, so haben wir 4. Sehr schön. Jetzt müssen wir den Geist bekämpfen. Der ja hier kommt. Da kann ich mich auch noch so gut erinnern. Gut, wir gehen mal ganz rechts. Gut. Ja, komm. Kommst du nicht? Ja, komm. Warum treffen wir dich nicht? Komm, komm. Sag mal, wir haben dich doch 10-mal getroffen schon. Boah, endlich. Komm. Warum wird er schon wieder blau? Hä? Wir schießen die ganze Zeit auf den. Ach komm, deine Dreckskarte, ey. Oh, zum Glück's Leben. Oh, ey. Was ist das denn? Und wir haben keine Munition mehr. Ey, das nervt mich so hart. Oh. Komm. Gut, nochmal. Aha. Das ist einmal wird viel zu hektisch. Viel zu hektisch. Das ist. Ist doch. So, dich, dich. Und dich. Mann, ey. Das nervt einen, ne? Vor allem, das ist echt, boah, da muss das ganze Level neu machen, ne? Das, warum haben sie da keinen Savepoint reingemacht, so wie beim ersten, ne? Wo du dann dieses Dynamit legen musst. Und, ey, warum treffen wir den nicht? Komm, wir holen uns, die Geister klauen uns nämlich hier alles. Und wieder, jetzt, du Arschkrampe, ey. So, dich. Dich. Auf dich habe ich keinen Bock. Oh, ne. Gut, haben wir das. Alles klar, jetzt hier hoch. Okay. Gut, hier lang. Ah, schnelles Schritt hier. Hoffentlich kommt jetzt keiner und schießt auf uns. Mit der E. Und. Ah, Mann. Egal, jetzt ist. Der Geist ist mir so egal gerade. Hier war ja eh keiner. Hier hoch. Da hoch. Ja, die Munition. Das mitgenommen. Ich würde gerne das B auf jeden Fall mitnehmen. Immer jeden Level versuche ich das Bonus zu kriegen. Warum hat er uns jetzt gehittet? Die ganze Zeit nicht und jetzt hat er uns gehittet. So. Hier dich. Wollen wir uns direkt sehen? Nee, komm, wir gehen erstmal hoch. Und es ist Leben nicht direkt. So, hier. Und da hoch. Da dich jetzt nochmal schnell kommen. Ah, ey, es ist. Ah, wenigstens gab der Sprung. Das war ja auch so ein heikler Sprung immer. Gut. Ich habe noch 2-mal Munition. Okay, noch 2 Revolver. Gut. Dich ja hoch. Zack. Hier lang. Die haben auch gehittet, ey. Was soll das denn? Dich noch schnell, jetzt zack. Jetzt geht mir nicht auf den Sack, ey. Ich hab keinen Bock mehr hier. Dieses Level hier. Jetzt hier wieder geschmeidig in die Treppe runter gejumpt und jetzt hier lang. Gut, jetzt gehen wir am besten wieder direkt runter hier. Holen uns den. Munition, jawoll, und. Nochmal, jetzt füllen wir uns mal auf, das will ich mal testen, der kommt da immer wieder, jawohl, der hat Munition. Ja, wisst ihr was, dann machen wir das jetzt immer wieder, bis wir die 9 voll haben. Oh, ein bisschen früh, ne? Da war ich ein bisschen edel, ne, unterwegs. So, weiter, einmal hier rum und wieder zurück. Ich könnte auch sein, dass es vielleicht komplett zurückpasst, ach egal. Wir laufen mal den Weg, dass wir so einen bestimmten Entfernung haben, dass er wieder neu spawnt. Hier lang und wieder links. Und bis zum Automaten oder nö, bis zur Kuh müsst lang, ja. Und, ja. So, jo, jetzt warten wir, jetzt machen wir schön gediegen bis. Das war ein bisschen zu kurz. Da war aber wenigstens volles Magazin, ne? Machen wir nochmal, ja, komm. Da haben wir ein volles Magazin. Sehr schön. Gut, hier lang.
Ah, Mist, das Leben noch, ne? Stimmt. Ah, das habe ich nicht dran gedacht, weil wir es ja uns schon mal geholt haben, ne? Gut, dann müssen wir uns das schnell holen. Komm, es ist ja noch da. Sehr schön, 4 Stück. Ach, sehr schön. Da freue ich mich. Und sieht es ja wieder gut aus im Kampf. Ich würde mal eine andere Strategie jetzt verwenden, in der jetzt... Ich bleib mal hier vorne stehen. Gut. Oh, nee. Ah, immer runtergefallen, komm. Ah, es läuft ja wieder. Ah, super, ey. Oh, Mist. Und direkt... Ah. Nee, komm. Ah, Y gedrückt halten. Los, Y gedrückt halten. Jawohl. Oh, wir haben noch ein Leben. Oh, das wird doch schon wieder nichts. Das wird doch schon wieder nichts. Mist. Was? Was? Ja, mit einem Leben. Ah, Bonusrunde, komm. Hä? Was muss ich drücken? Ich drück mal alles. Komm. Komm, ich drück wirklich alles, ne? Ich drück jede Taste, es passiert nichts. Komm, los. Hä, warum füllt sich unser Balken nicht? Ich hab keine Ahnung. Warum füllt sich unser Balken nicht? Hä? Ich drück doch alles. Ich drück mal abwechselnd eine Taste nur. Jetzt ging irgendwas. Ich versteh's einfach nicht. Jetzt füllt sich der Balken, oder? Komm. Wie können wir das aktivieren? Ja, hopp, jetzt füllt sich wieder unser Balken. Komm. Ich habe keine Ahnung, was ich da drücken muss. Ich check's nicht. 4 Leben, 1 Energie. Yuma. Und jetzt... Oh nee, die verlassene Mine. Oh, schlimmste Level. Das ist so richtig heftig. Was soll mir schwarz im Finger... Ah, Mist. Sorry, ich hab durchgedrückt. Aha. Ja, wenn ihr Pause drücken, könnt ihr euch die Sprechblasen durchlesen. Sorry. Gut, war hier was? Ne, hier lang. Okay. Hüpfen, hier. Wir müssen, glaube ich, hier hoch was. Oh, ich kann mich an diese Map so gut erinnern. Das war die schwerste Map. Ich finde sogar... Ah, hier mein Leben. Sehr schön. Können wir das auch immer wieder zurück, wenn wir uns neu holen? Da lang. Und, kommt's wieder? Jawohl. Ja, wir sind wieder voll im Leben. Also, ich kann mich als Kind erinnern, schlimmste Level überhaupt. Oh, das war wirklich in meinen Augen das schwerste Level. Oh, warum drücke ich das denn die ganze Zeit weg? Ja, sorry. Aber wir müssen, glaube ich, 3 Goldnuggets holen. Ja, da liegt ja schon einer. Aber da war der eine schwere, das weiß ich halt auch noch als Kind. Da hüpfen wir mal hier drauf. Das weiß ich noch ganz genau. So, da kam der. So. Ah, das ist, weil die Stelle hier so buggy ist. Was ist Bug hier? Aber die ist so komisch. Man muss einen genauen Pixel treffen. Ich sag's doch. Wir sind aber irgendwie drüber gehüpft. Wir hätten es eigentlich geschafft. Okay. Es ist... Ah, dann verlierst du halt jedes Leben, ne? An dieser Stelle. Es ist so nervig. Es ist einfach so nervig. Gut, hier hoch. Komm, hier hoch. Sehr schön, hier, zack. Eine Goldnugget. Ah, warum drücke ich es denn immer weg? Jetzt werde ich zu eilig. Jetzt will ich zu viel. Und das ist ein DOS-Spiel immer der Fehler. Man darf nicht zu viel wollen. So, hier runter, zack, zack. Nee, hier will ich noch nicht lang. Hier lang. Genau, wieder hochhüpfen. Ja, komm drauf. Zack. So, wir probieren es jetzt nochmal. Wir haben Dynamit gekriegt. Ich stelle mich mal ganz hinten an den Wagen. Vielleicht hilft's. Y gedrückt halten und X. Oh, es hat geklappt. X gedrückt halten und schwingen. Komm. Ah. Und die Scheiße müssen wir, glaube ich, nochmal machen. Hier oben haben wir dieses Rätsel, das weiß ich auch ganz genau. Da müssen wir das Dynamit da drauflegen und müssen jetzt so schnell wie es geht da hochhüpfen. Es hat mal wieder nicht geklappt. Ah, Mist. Komm, hier hoch, komm. Ah, hüpf los. Da muss man sich so komisch an die Kanten stellen. Jetzt. So, hier hoch, komm und nochmal, jawoll. Jetzt schaffen wir es, los. Mit Bedacht hier hoch und ruhig hüpfen, jawoll. Und langt es? Und, oh, perfekt, es hat gelangt. Gut, das Dynamit holen, da. Und hochhüpfen, sehr schön. Und jetzt nochmal
Hier ein Stückchen. Genau, perfekt. So, jetzt aufpassen. Und hüpfen. Jawoll! Das Schlimme ist, wir müssen das jetzt nochmal machen. In der abgespeckten Version. Das muss einfach nochmal gebaut. Das ist. Oh, komm jetzt. Ja gut, komm, wir gucken mal, was hier ist. Ist hier irgendwas Interessantes für uns? Nein. Nichts Interessantes, okay. Da hüpfen wir mal hier hoch. Hier hoch. Hier lang. Na komm. In der Kante irgendwie. Komm, wir müssen irgendwie an diese Kante da hoch. Los. Genau, komm. Hier hoch. Hier hoch. So, nee, ich muss nochmal runter, ne? Hier war doch auch irgendwie noch einer. Ja, kommt da einer aus dem Loch? Ja. Oui. Oui. Da oben war noch Dynamit, genau. Denn er will ja seine drei Klumpen Dynamit Gold Nuggets. Die Chicken Nuggets. Chicken Nuggets Action will er. So, hier hochhüpfen. Den zweiten haben wir. Gut. Jetzt wieder hier hoch. Das wird ja wieder so ein Kampf. Und ach doch, es ging besser jetzt. Also manchmal hat man dann irgendwann ein Gefühl, wo man was hochhüpfen muss, ne? Aber. Ah, oh, 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 hey, verpiss mit deiner Spitzhacke. So, dich einmal so. Ja, vier lang. Sicher ist sicher nicht, dass wir noch irgendwie sterben. So gewonnen-hittet vom Dynamit. So, alter Herr. Hier hast du dein Dynamit. Danke, mein Müll. Ah, warum drücke ich das denn? Vorsichtig explodiert. Ja, manchmal drücke ich schon und dann aber. Ja, sorry. Wenn nicht Pause drücken, also wir dürfen nur 15 Mal hüpfen. Mit dem Dynamit einmal gehüpft. Ui. Zweite Mal gehüpft. Nee. So, jetzt haben wir genau denselben Spaß. Komm, bitte, los. Oh. Ah. Jetzt nicht stürzen. Was haben wir da? Für was ist die? Verstehe ich nicht. Okay. Hier ein Leben noch. Sehr schön. Gut. Wir haben es eigentlich, glaube ich, geschafft. Ne? 6-7 Mal sind wir nur gehüpft. Jetzt, ich habe nicht gezählt. Jetzt warten wir hier. Er hat uns einen speziellen Sprengstoff gegeben. Ey. Nee. Kommt er nochmal? Nee, okay. Nee. So, hier lang. Okay, kommt doch, fällt doch bestimmt noch mal irgendwas runter, oder? Oder? Nee. Ja, ich dachte jetzt, da fällt was runter, okay. Gut, hier hingehüpft. Komm, jawohl. Dich haben wir. Dynamit, ist hier noch irgendwo was? Hier aus dem Loch kommt da bestimmt jemand, oder? Nein? Okay, gut. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, irgendwie runter, war das doch, ne? Irgendwie runter. Kommt hier irgendwas auch noch? Ah, kommt was? Nee. Oh, da. Oh, okay. Ja, wie werde ich ihn verraten, Miss Will und Jack? Und Joey sofort von Rapid Clutche, um mir neue Munition einzudecken. Hast du uns doch gerade verraten. Oh, sehr nice. 9 Pin 5, 3, 7, 1. Pacific Railroad Teil 1. Wir haben einen neuen Abschnitt. Sehr schön. Dann mache ich nochmal kurz. Und weiter geht's hier. Oh. So. Oh. Komm. Ach, verdrückt wieder.
Verdrückt. Ich wollte eigentlich hüpfen. Ah. Wir bleiben einfach hier hinten. Dann trifft uns keiner, ne? Ach, come on! Ah, gut, wir wissen's jetzt. Wir rennen einfach hier hinten. Passt. Achten nur auf die Steine. Ja, er hat uns noch getroffen, aber nicht schlimm, nicht schlimm. Wir haben eh keine Munition mehr, ne? Ja, das ist halt das Dumme, wenn man das dann immer, weil ich ein Päuschen gemacht habe und so. Ja, dann hast du nichts mehr. Das ist auch nervig dann. Wir müssen eigentlich nur auf den Stein achten, ne? Joppa. Sehr schön. Komm. Wir haben keine Muni, Alter. Was soll ich tun? Wir haben keine Muni, Mann. Vielleicht kriegen wir ja da noch ein bisschen. Aber hier hinten ist ein ganz, eigentlich ganz geil, ne? Dann schaffen wir eigentlich die nur, wir müssen nur hüpfen, ne? Komm, komm, komm. Letzter Wagen, oder? Hätten sie auch mal ein Magazin hinstellen können. Wäre auch ganz gut gewesen, ne? Und Tap. Und Tap. Leider immer noch keine Muni, ne? Tap. Na, komm. Yep. Da 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 da. Immer noch keine Muni, immer nur so ein Stern, ne? So ein Sheriff-Stern. Also beste Ecke da hinten, Mann. Ja. Railroad 2, oder? Jetzt müssen wir in den Zug rein, ne? Ja, Pacific Railroad 2. Jack Dalton hat den Zug überfallen. 9 Geisel sind in seiner Gewalt. Bitte helfen Sie uns, Mr. Luke. Ich flehe Sie an. Ja, klar, kein Problem. Machen wir doch. Ah, ich glaube nur in diesen kaputten Waggons sind die, ne? Hier drin, ne? Und komm. Oh. Gut. Und hier ist noch einer drin, ne? Zweiten Hammer. Der dritte. Gut, den haben wir auch. Ja.
Sehr gut, hier hochgehüpft, zack. Sehr gut, da haben wir wieder alles voll. Mist. Ja, da bin ich nämlich schon runtergefallen, ne? Ja, aber da kommt bestimmt nochmal ein Stern. Ah, das war doch irgendwie so ganz komisch, ne? Wir warten mal ganz kurz. Ah, ja. Na, los. Ah, los. Los. So, hier wieder drauf. Ah, sehr schön. Haben wir den auch? So. Ja, ich will mal kurz zurücklaufen, ob der denn dann auch wieder da ist. Warum nicht? Abchecken, hier ist keiner, okay. Gut, Mist. Gut, hier haben wir nichts mehr. Na komm. Ah, Mist. Oh, das ist schwerster Hammer. Ah, nice. Warten kurz. Ah, sehr schön. Und volles Leben, jawoll. Nice. Ah, geil. Gut, hier ist keiner, ne? Da ist auch keiner mehr, oder? Ja, wir machen es. Richtig hart.
weil wir sind der Aller. Vielen Dank, Sir, wir stehen in Ihrer Schuld. Doch Vorsicht, Jack Dalton ist noch in der Nähe. Mit dem ist sicher nicht zu spaßen. Oh, und noch mal. Und noch mal direkt eins. Also jetzt wollen sie es aber wissen, ja? Ja. So, zack. Komm. Ah, Mist. Komm, wir schaffen das. Jawohl. Ja. Ich habe mich geschlagen, aber William und Joe kriegst du nie. Ja. Sehr schön. 7-1. 7-1-4-9. Ach, da rushen wir doch jetzt durch das Fort. Oh, das läuft ja richtig gut, ne? Direkt hier das Fort. William und Joe Dalton halten sich gerade Munition, als die Indianer das Fort stürmten. Halten sie die Rothäute auf, bevor sie alles kurz und klein machen. Logisch werden wir das machen. Wick. 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 Oh Mann. Komm. Ah, ja. Wenn du die siehst, da, das ist schon vorbei, ne? Scheiße. Aber gut. Wir haben ja eh schon ein Level up, also ein Save Point, sag ich mal. Ach. Ja, mit deiner Pistole. Gut, hier hoch. Sind wir hier richtig? Ich glaube nicht, ne? Wir müssen erstmal wahrscheinlich mal in die Richtung noch. Waren wir doch richtig. Wir müssen irgendwie da hochkommen, ne? W-
Über die Kante hier kam er ja hoch dann, ne? Über die hier. Genau. Ah. Ah, da hier. Ich verstehe. Hoho. Können wir hier vielleicht sprengen? Sieht so aus, ja. Boah, der reckt in die Grube rein, ne? Aber hier ist nicht irgendwo so ein Wassergraben, also hoffentlich nicht. Das hier. Ja, auch geil irgendwie, so richtig nostalgisch mit der Musik. Ah, ich feiere es immer noch so hart. Gut, hier können wir erstmal nichts mehr tun, oder? Wir haben irgendwie eine Kiste nochmal gekriegt. Irgendwas müssen wir doch hier drüben noch machen, oder? Wir können doch nicht in beide Richtungen laufen. Ah, Momentchen mal, können wir hier hoch? Ja. So, was erwartet uns denn hier? Sehr schön. Neues Leben. So muss das laufen. Aber hier nochmal. Erwartet uns hier das B? Wenn wir uns jetzt hier hinschwingen? Oh, wenn wir es mal schaffen. Komm! Luckaloo rüber! Ah ne, wir können da hoch. Dann sind wir ja hier richtig. Genau richtig sind wir hier. Auch hier müssen wir wieder ein Dynamit legen und dann kommen wir auf der anderen Seite runter, ne? Sehr schön. Ist eigentlich genau dasselbe wieder, ne? Und hier kommt einer. Boah. Der hat sich nicht nach hinten gedrückt. Ah, ja, ich verstehe, okay. Wir können nur eine Kiste nehmen. Das heißt, wir müssen hier wieder hoch. Wir müssen hier hoch. Und müssen die erste Kiste schon setzen und ich weiß auch wieder wohin. Oh, nee. Nee, tu mir den Gefallen. Hoch. Genau, hier hoch wieder. Hier hoch. Und zwar müssen wir da rüber, ne? Denn wir müssen da irgendwie so einen Übergang bauen. Ja, und jetzt die andere Kiste noch schnell geholt. Weil ich glaube, ich weiß wieder, was da war, ne? Da war doch dieser... Dieser eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Endboss. Endboss. Jetzt können wir die Kiste uns holen. Das B haben wir auch. Thank you.
Ich will jetzt aber noch ganz... Nein, Moment mal. Und zwar ist mir noch was eingefallen. Und zwar, ich wollte noch... Schauen, ich habe ja hier die Bedienungsanleitung vom Spiel, weil wie gesagt, ich habe das Originale. So, das Bonus-Lotterie. Legen Sie den Knochen um das gewünschte Feld und drücken Sie auf V, um das Glücksrad anzuhalten. Drücken Sie auf X. Okay, Y plus X, ja. Flaschen schießen. Hier, Arm drücken. Es gilt, den Pegel des Kraftmeters in die Höhe zu treiben. Je höher der Pegel Ihres Kraftmeters, so größer die Kraft. Behalten Sie auch Jolly Chambers Kraftmesser steht im Auge. Sobald der Pegel höher ist als der von Jolly Chamber, ist der geeignete Augenblick zuzudrücken. Hierzu drücken Sie auf die Y-Taste. Sie können den Pegel anheben. Um höchstens 4 Stufen. Wenn Sie abwechselnd X und V, ihr Schweine. X und V, gut. Weil das hatte mich mal interessiert noch, wie wir dieses Bonus-Level... Weil wir haben ja jetzt wieder einen Bonus, nicht, dass wir Armdrücken machen und dann nichts kriegen dafür. Und wieder verlieren. X und V. Sehr schön. Hey, Boys. Hier, es kommt jetzt der Endgegner gleich, ne? Ja, hier. Ja. Wenn du stärker als ich sein, ich dir sagen, wo finden deine Freunde William und John? Einer von deinen Freunden sei gefangen bei Apachen. Zweiter sei sehr schlau, sei geflohen. Ja. Okay, wir... Ja. X und V. Irgendwelche Tasten müssen wir drücken. Okay. Komm. Ah, okay. Komm. Komm. Los! Jawohl! Jolly, du hast keine Chance, Mann. Hahaha! Jolly, du hast keine Chance, Komm! Komm! Ah. Jawohl. Komm. Ja. Haha. Das erste Mal gewonnen. Wie als hätten wir es gewusst, dass es kommt, ne? Als hätten wir es gewusst.
Ja, einmal über die Map hier. Oha. Der Tornado. Oh. Ja, so mal. Top. Top, top, top. Ah. Können wir da die ganze Zeit bleiben? Anscheinend schon fast, ne? Ah, Mann! Okay. Ja, ich check's nicht so ganz. Das ist auch ganz komisch gemacht. Ja, nur wenn diese Fallen von dort kommen. Ja. Komm. Was soll man da machen, ey? Ach, das ist auch so ein Level, das ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Jetzt einfach nicht checken. Ah, ja, egal. Ah. Ach, dann kriegst du noch einen Reifen auf den Kopf, ne? Ah, und so ein Brett wieder. Oh Mann! Ach, das ist... Jo, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Fort wieder. Ich spiele bis dahin wieder und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Ja, und damit zurück, direkt geschnitten und ihr seht ja, und wir können hier hüpfen, habe ich jetzt mal gesehen. Ja, das ist gut, ich hatte schon davor, hatte ich glaube schon ein Leben verloren oder was, oder zwei oder so, also es war schon ganz knapp. Ach, wann hüpft man da am besten? Aber das bringt ja auch nicht so viel, ne? Wann hüpft man denn? Wann hüpft man? Das ist immer so die Frage, wann hüpft man? Jetzt hüpft er, jetzt will er gar nicht mehr hüpfen. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit probiert zu hüpfen, jetzt hat er gar nicht gehüpft. Ah, das ist ein Scheiß, ja. Das Level macht überhaupt keinen Spaß.
Und dann kriegst du immer noch ein Brett auf den Kopf, ne? Da schaffst du es einigermaßen gut und kriegst noch ein Brett auf den Kopf, ey. Ich hab's nicht mal berührt, ey. Ich verstehe halt auch diesen Ring nicht. Ich hab's nicht mal berührt. Du berührst den Kram ja nicht mal. Du berührst diesen Scheiß nicht mal, ey. Das ist... Ich geb's auf, ne? Komm. Sehr gut. Wir holen uns das Leben zurück. Komm. Hä, warum hat er denn jetzt? Ja, komm. Aber warum kann er sich das wiederholen? Warum? Komm, jetzt. Komm. Warum hat er das? Jetzt komm. Aber wahrscheinlich, wenn wir Y drücken, dann holt er sich das, ne? Komm. Jetzt ein letztes komm. Mir fallen die Finger gleich ab, ey. Was ist das denn? Komm. Und warum hat er jetzt... Ja, endlich. Mir sind die Finger abgefallen, ey. Boah.
So, 1, 8, 3, 9. Das Indianerdorf. Wenn du wieder haben wollen, Freunde, beweisen das zu sein, großer Krieger. Wir sehen, ob... Bleichgesicht sein schnell. Ah, oh, ja, okay. Okay. Gut, jetzt hab ich's verstanden. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in... Ja, ich schneide es eh zusammen, also ich mache hier ein kurzes Päuschen. Gut, da sind wir wieder und wir probieren wieder, der große Krieger zu werden. Na, oh. Wieder die... ja, es ist ja leider sensationell gut von uns. Eieiei. Okay. Sowas kann der auch, so Skills. Ah, okay. Gut. Beim ersten Mal habe ich mich verdrückt. Ah. Ah, der hat nichts. Ach Gott. Es ist halt wirklich dieses Gedrücke und allem. Es ist das Gedrücke. Ja. Gut. Ach, und dann kriegen wir... Komm. Ja, sehr gut. Ah. Potenzial ansehen, du bauen gleich ein Dorf nach Gebirge. Jeder Teil gut versteckt und du haben wenig Zeit. Wenn Sonne schlafen gegangen und du nix fertig, wieder anfangen von vorne. Okay. Okay, wo sind die ganzen Teile? Ja, Mann. Mann. Wir müssen irgendwie hoch. Komm hier irgendwo, oder? Wir müssen noch irgendwie da... Das wird nichts mehr. Ach komm. Oh Mann. Das ist... Ja. Komm.
Ja? Totem fertig. Du jetzt besteh die letzte Prüfung. Oh, geil. Haben wir es bestanden? Du wieder bestanden? Komm. Warum hat er denn jetzt nicht auf den Kopf gekriegt? Hä, warum kriegt er denn nicht mehr auf den Kopf? Oh. Come on, ey. Müssen wir jetzt alles wieder von vorne machen oder sind wir hier? Das ist... Es ist die Mäuse melken, ey. Vor allem, was haben wir falsch gemacht? Ja. Jo. Aber grad so hat man es geschafft, ne? So, einen zweiten haben wir. So, ich glaube, hier war der noch, ne? So. Na komm. Sehr schön, wir haben noch unser... Na komm. Yes. So, da haben wir alle. Jo. Ach. Ah, Moment, ich glaube, ich verstehe es. Ah, Mann. Ach.
Komm. Ach, Mann. Viel zu viel vergriffen. Komm, jetzt aber Konzentration. Ach. Konzentration, los. Ach, ich krieg immer ein... Gut, so, den holen wir uns. Den. Ich glaube, da ist so sind wir am schnellsten. Ach Gott. Gut, hier lang. Momentchen mal. Wenn wir doch hier ein Dingens hinsetzen, hier Dynamit. Okay. Gut, hier hoch. Und jetzt haben wir es ja eigentlich. Die paar abgegeben. Ich raff's einfach irgendwie nicht. Ach. Gut, ja, wieder von vorne kommen. Gut, dann haben wir das schon mal. Boah. Ah, Mann. Komm. Hier, zack.
Das ist so die tückische Falle, ne? Ich glaube, man kommt da gar nicht anders da weg. Ich glaube, das ist schon so. Gut, hier hoch. Ach. Woody Joey. Der Meinung bin ich auch. Gut, dir, zack. Das ist ja alles hier echt gar kein Problem, ne? Aber irgendwie eher, Momentchen mal, ich guck mir das mal ganz kurz an. Muss es doch irgendwas geben. Ich guck mir das mal, spul mir das alles hier zusammen. Aha. Kann ja nicht sein, also. Ah, wir könnten auch auf diese Dinger schießen, ne? Okay. Na, so geil krieg ich das nicht hin, aber okay. Ah, wir sind immer einen Ticken zu spät. Wir können auch... Ja. Lucky Luke hat seinen Mut bewiesen, ich gebe ihm Freund zurück. Joey hat dich aufs Kreuz gelegt, dann erwischst du nicht mehr. Er ist auf dem Weg zum Gefängnis von Red Rock Unison. Du nehmen Floß, denn wenn ihr fahren über Fluss, schneller finden deinen Freund. Oh, ne. Nicht wieder sowas. Oh, nicht über den Fluss. Nee. Das ist doch bestimmt wieder sowas wie der Tornado, ne, oder so. Komm. Es läuft doch super. Ja. Oh. Gut, dann wandern wir mal zu Joe Dalton im Gefängnis Teil 1. Oh. Oh. Yeah.
Gut. Ja, da müssen wir eigentlich gar nicht mal hoch, ne? Hä, was macht der denn da? Ist das etwa ein Gefangener? Komm, zeig dich. Mit seiner komischen Kugel, ne? Mit seinen Gefängniskugel. Okay. Gehen wir erstmal hier lang. Nun mal langsam, Cowboy. Wer Joe Dalton sehen will, muss zuerst Farbe bekennen. Und sich mit meinem Freund duellieren. Oh, nee. Oh. Und warum erst jetzt? Warum haben wir ihn jetzt erst da? Gut, schauen wir uns mal hier alles an. Fast wieder verdrückt hier, ey. Das läuft ja hier schon wieder astrein hier. So. Wir müssen da hoch. Wir müssen das tun. Ah, da will ich auch mal kurz gucken. Mache ich das immer falsch, oder? Ah, wir müssen ganz schnell schießen, ja, das wir überhaupt nicht hinkriegen. Ah. Na, schieß doch nach oben. Er drückt da nicht. Es ist ein Graus manchmal. Er erkennt manchmal beide Tasten hier nicht. Was ja bei den emulierten Spielen ja oft ganz normal ist, ne? Oh Mann. Gut. Ich wollte einfach diesen... Ich wollte es einfach haben. Einmal hat's geklappt. Einmal haben wir den Schuss echt gut gemacht. Ihr wisst, was das heißt, wenn wir jetzt verlieren. So. Komm. Ooh.
Für welche Zelle ist der Schlüssel? Das ist aber nicht für den Gefängniswagen, oder? Das ist doch jetzt... Das ist doch jetzt für den... Nee, das ist... Tatsächlich, glaube ich, für den Gefangenenwagen, ne? Oder ist es... Sind wir da jetzt richtig? Ey. Der eine Schuss war jetzt aber auch echt unfair, ne? Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Okay, hier ist ein Schlüssel da oben. Links war im Eck ein Schlüssel. Wir haben uns irgendeinen Schlüssel geholt. Boah, wir spielen gerade so mit dem Feuer, ne? Wir haben gerade kein Leben mehr. Wir haben... Oh. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber so manche sind auch echt unfair, ne? So wie der gerade. Das sind so unfair. Das ist so. Oh. Jo, Teil 2, ne? Jo. Wir haben ein Leben gekriegt. Genau, werf die schön dahin. Wir warten mal, bis es fast kaputt ist. Geht es überhaupt kaputt? 96%, ja. Ich würde sagen, wir spielen nochmal bis dahin und dann sehen wir uns gleich. Gut, da sind wir wieder, ja, zum Finale. Es war nicht mehr so weit, wir hatten es ja eigentlich schon fast. Nee, 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 nee. Ja. Das müsste eigentlich schon lang, oder? Jawoll. Ja, ich gebe ein verdammter Lucky Luke. Ja, damit haben wir es. Danke, Lucky Luke. Dank Lucky Luke herrscht endlich wieder Ruhe im Wilden Westen. Die Daltons werden nicht mehr Unfrieden stiften. Nur die Steine werden noch unter ihren Hammer zittern. Ja, und damit haben wir es.
Wir haben es doch tatsächlich geschafft, ja. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es war eine Tortur. Mega geiles Spiel, immer noch so Kindheit pur. Ja, stellenweise ein bisschen ärgerlich. Man merkt halt stellenweise doch DOS-Emulator. Ja, da fehlen halt manchmal so die Feinfühligkeiten. Ich glaube, mit der Spielgeschwindigkeit auch von damals zu heute, ja, es ist auch nicht mehr zu vergleichen, ne? Das ist... Aber trotzdem, wir haben uns wacker geschlagen, ein paar Päuschen immer mal gemacht und so. Und es zählt ja einfach, dass wir es durchgespielt haben, dass ich es am Stück hochladen, was es am Stück aber so gestückelt halt zusammenschneiden kann. Und ja, ihr es dadurch seht und ja, euch denkt. Ich würde aber sagen, macht's einfach besser. Holt euch das Spiel. Ladet's hoch und zeigt mir, dass ihr es besser könnt. Und ja, da würde ich sagen, schaut doch zu bei meinen anderen Projekten vorbei und allem drum und dran. Guckt da euch durch den Kanal und ja, dann sehen wir uns bei meinem nächsten Projekt. Bis dann, macht's gut.